können Sie uns Ihre Sportlerkarriere schildern, bitte? Europameister geworden, Olympiasieger, haben einige Champions Trophies gewonnen. Weltmeister sind wir nie geworden, maximal Platz 3, aber insgesamt war das schon okay. Und dann im HTRC 5-mal deutscher Meister, Pokalsieger, Europapokal, der Pokalsieger. Also ist eine ganze Menge zusammengekommen und es war vor allen Dingen immer eine ganze Menge Spaß dabei. Warum kommt Hockey nicht so oft im deutschen Fernsehen? Also etwas schwer zu verstehen, das Regelwerk, dann ist es ein kleiner Ball, es ist schwer, sag mal, so auf den Bildschirm zu bringen, da braucht man schon 7, 8 Kameras, um das vernünftig zu machen, das ist dann wieder eine Kostenfrage. Aber ist Hockey nicht eher was Elitäres? Aber es ist auch nicht mehr so elitär, dass man sagt, da spielen nur noch die Snobs oder wie auch immer. Ich finde, es ist eine gute Mischung und jeder, der es wirklich möchte, hat die Chance, Hockey zu spielen.